Mathemann. Mathemann, Mann, 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 Mathemann, Mann, 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 Mathemann, Mann. Oh nein, Mathekatze, mein pelziger Freund. Was ist mit dir passiert? Wer hat dich geschrumpft? Hehehe, Mathemann, du Flasche. Mit meinem Entropie-Partystrahl werde ich Unordnung und Chaos ins Reich der Mathematik bringen. Das werde ich verhindern, Dr. Schädel. Nimm das, Entropiestrahl. Oh nein, mein Körper reagiert exergonisch. Davon bekomme ich immer Bauchschmerzen. Oh nein, Mathemanns Gipsenergie wurde negativ gemacht. So helfe man ihm doch. Dir ist nicht mehr zu helfen. Ich spüre, Mathemann ist in Gefahr. Er hat ein thermodynamisches Problem. Halte ein! Physikwoman ist zur Stelle! Mathemann, denk an die Formel Delta G gleich Delta H minus T mal Delta S. Stimmt. Um wieder eine positive Gipsenergie zu bekommen, muss ich entweder die Temperatur stark absenken, aber das Einfrieren des AOW Gamer Brickfilmer Universe würde mir deutlich zu hohe Lizenzgebühren bescheren. Dann wäre ich reich, ha? Oder aber ich sorge dafür, dass die Änderung der Enthalpie deutlich zu groß wird. Mathematische Volumenerhöhung. Ja, was machst du da? Jetzt erhöhe ich noch meine innere Energie U, indem ich die Funktion F von U gleich U Fakultät anwende mit Limes von U gegen unendlich. Ja, heute habt ihr gesiegt, aber die Gesamtentropie des Universums wird euch noch ins thermodynamische Gleichgewicht bringen. Ciao, Kakao. Danke, Physikwoman. Ohne dich hätte ich das sicherlich nicht geschafft. Kein Problem, Mathemann. Mathe und Physik gehören einfach zusammen. Wie ein Liebespaar. Und wisst ihr, was noch zur Mathematik gehört? Unendliche Weiten. Wie die Grenzfunktion, die ich heute verwendet habe. Also vielleicht sieht man sich ja zur Steinerei. Tschüss! Mathemann. Ja, heute habt ihr gesiegt, aber die Gesamtentropie des Universums wird euch noch ins thermodynamische Gleichgewicht bringen. Den mache ich nochmal, weil da ist mir die Stimme weggebrochen. Ciao, Kakao.